Im letzten Video aus dem ersten Stream beendet, dann ist Video, erstes Video beendet, dann ist Stream. Diesmal so ich merken, aber das Video von New Visual ist eh fast durch. So, ja gut. Aber weiter geht's. Gestehen, zu meiner eigenen Schande war ich in der Früh auch so innerlich so in a bad mood, weißt du, so dieses, oh Gott, und wenn wir da keinen Parkplatz finden und wenn die Autobahn zumachen und dann musst du da stundenlang hin, bis du erstmal ankommst und es brennt dir die Platte weg, also, und ich war innerlich so, ach, komm, lass uns hinfahren, wir machen ein Selfie vom Berliner Stadtschild und wir waren da, weißt du so, ja. Nein. Es war genau richtig. Wir sind zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Und ich vielleicht wiederholen wir uns jetzt auch gerade. Ich bin echt glücklich, dass ich mit euch das in einer Art therapeutischen Sitzung nochmal aufarbeiten darf. Weil so kann ich diesen Moment nochmal wertschätzen. Und ich habe auch das Gefühl, dass all diejenigen, die uns da wiedererkennen, also die uns ja persönlich getroffen haben, du kennst auch deine Leute, die du gesehen hast, Gavin, ja. Für die ist es das Gleiche nochmal. Zurück in diesen Moment. Und sich dessen bewusst zu werden, Teil gewesen zu sein von einem besonderen Moment. Das Wort historisch ist schwierig, das einzuordnen, weil ja, das wird jetzt die Straße des 1. August und nicht des 17. Junis. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber zu spüren, dass man an einem Unikatmoment dabei war, das war die Reise allemal wert, ja. Und allein für uns alle war es historisch, weil ich habe noch nie fast vor so einer großen Bühne gespielt. Vor so einem großen Menschen. Schwarz-Weiß genauso, glaube ich. Das war bis jetzt dein absolute Highlight natürlich. Du hast mich schon mal direkt auf jeden Fall, ja, weit überholt, was das angeht. Aber das meine ich. Für uns war es historisch und auch für alle, die dabei waren. Selbst wenn es nur 100.000 waren, die das jetzt alles gesehen haben, dann haben das ins kollektive Bewusstsein von über 1 Million Menschen gebrannt. Und zwar nicht nur, weil die dort waren, sondern auch die vielen, die hingekommen wollten, die vielleicht fast am Ortsschild umgedreht werden. Also Robert Stein, du hättest dir selbst so in den Arsch gebissen. Und das meine ich, aber so ging es vielen. Und genau dieses kollektive Gefühl wurde da einfach wirklich so krass nach außen getragen. Und deswegen wird sich das wiederholen, weil beim nächsten Mal wird auf jeden Fall jeder dabei sein. Und ich kann euch da draußen nur sagen, es lohnt sich jeder scheiß Kilometer da dabei zu sein. Jeder scheiß Kilometer. Ja, sorry, aber ich komme aus Wien, ich muss die alle, es ist schwer, sie einzeln zu zählen, aber ich muss... ihr habt vielleicht schon darüber gesprochen, wie die Berichterstattung in den Mainstream-Medien dann aussah, am selben Tag noch oder am Folgetag heute. Und das würde mich mal interessieren, ob ihr so etwas schon mal erlebt habt in vergangenen politischen Ereignissen, dass es wirklich ganz offensichtlich, also die Events und die Menschen, die dort versammelt sind, ganz anders dargestellt werden, als wir das wahrgenommen haben, und es fast schon vorsätzlich erscheint, wie man versucht, diese Menschen ins Negative zu stellen, zu verleumden sogar. Ich habe heute Morgen schon mal gemacht. Also ich kann dir sagen, sowas, glaube ich, haben wir in der Runde alle schon erlebt, und auch in diese Deutlichkeit ist einfach auch wirklich krass. Also wenn man dann dort war und du merkst es ja selbst, du hast dann heute Morgen vielleicht die Berichte gelesen, als du wach geworden bist, und hast dir gedacht, fuck, waren die in einem anderen Berlin, Paralleluniversum, andere, was ist da los? Weil, also wir kennen das ja schon ein bisschen, deswegen gebe ich auch auf diese ganzen Berichte weniger. Davon hatten wir es gerade, bevor du quasi zu uns in die Sendung gekommen bist, hatten wir es gerade davon. Und ich kann auch dir sagen, weil ich habe heute mit vielen Leuten geredet, die dann eben vielleicht down waren oder gesagt, und sich dann auf diese Diskussion einlassen haben. Dieses Gefühl, das du da hattest, als du auf der Bühne standst, als da diese Hunderttausenden, Zigtausenden, wie viel, als dieses Menschenmeer da war, als du gesehen hast, dass es ein friedliches Fest für Frieden und Freiheit, lass dir doch nichts anderes einreden als das, was du mit deinen eigenen Augen gesehen hast. Und das Geile ist ja, dass wir alle Kameras hatten, wir hatten Handys, wir haben Instagram. Das heißt, die ganzen Menschen, die es wirklich interessiert, die können sich die Bilder anschauen, wie es war, und nicht diese Fake-Bilder, wenn sie dann quasi auf die 3 Polizisten, wenn da gerade mal was passiert ist, oder auf die 5 Idioten, die da drüben stehen. Das hat nichts mit 99,9% der Masse dort zu tun gehabt. Das, was die Medien haben, das ist Angst. Das ist die Angst, die quasi wird getriggert von der Regierung herunter. Weil was machst du denn, wenn da hunderttausende Menschen friedlich stehen, die einen wandeln wollen, die was anderes auf der Welt wollen? Dann musst du vielleicht wirklich handeln. Deswegen musst du versuchen, den Leuten draußen vor den ZDF-Bildschirmen zu sagen.
das waren nur 20.000, das waren nur ein paar Spinner, das waren Rechtsradikale, Diesradikale, Leugner, Spinner oder sonst was, um ja nicht das irgendwie zugeben zu müssen. Aber wir waren heute auf allen Titelseiten. Das ganze Land hat uns als Thema, wie wir dort standen, und das machst du nicht wegen 20.000 Leuten. Wir haben da einfach wirklich was erlebt, was einmalig war, und deswegen sage ich auch den Leuten, bringt diese positive Energie, diese positive Stimmung mit raus, weil das, was wir da erlebt haben, das war nur positiv. Selbst als die Polen uns wegräumen wollten, sind wir positiv geblieben. Und deswegen, über diese Artikel kann ich nur lachen. Das ist wie wenn sie schreiben, ich bin Metzger, obwohl ich eigentlich nicht mal Fleisch esse. Also weißt du, das hat so wenig mit der Realität zu tun. Ich meine, du hast es selbst erlebt, deswegen sag mal du, wie dein Gefühl war. Was war dein Gefühl im Vergleich zu den Medien? Ja, also ich war total baff, weil jetzt hatte ich es wirklich direkt diese... hab's vor meinen Augen gesehen, wie ich auch in meinem Song singe. Jetzt sehe ich es klar, deine Propaganda. Also jetzt habe ich es noch deutlicher gesehen. Und ich muss sagen, ich bin schockiert. Ich bin auch enttäuscht von diesen Medien, denen ich sozusagen jahrelang vertraut habe, in gewisser Weise. Und eigentlich möchte ich fast sagen, das ist in einem Rechtsstaat ist das fast eine Klage wert, dass bestimmte staatliche Blätter Worte für Menschen wählen, die Menschen dieses Volkes sind, ja, Menschen, die friedlich sind und Menschen, die Respekt und Gehör verdient haben und nicht eine Truppe von Polizisten, die da Gewalt und Unruhe reinbringen, wo keine vorhanden ist und wo Menschen diffamiert werden, die eigentlich eine Menge mehr an Liebe und Positivität zu bieten haben, als das, was unsere Regierung und die anderen Eliten uns tagtäglich präsentieren. Und das ist doch verrückt, oder? Ich meine, du selbst, also du hast eine schwarze Hausfarbe, stehst auf der Bühne und liest am nächsten Tag, dass du quasi der Sänger auf einer Nazi-Demo warst. Also, weißt du, es ist einfach wirklich irre. Und ich glaube dir das, weil so ist es mir am Anfang auch gegangen, als das erste Mal kam. Ich dachte noch, wie ist das möglich? Ich dachte wirklich so, da muss irgendwas falsch sein. Ich dachte, habe ich mich falsch ausgedrückt? Ich wollte irgendwie Sachen klarstellen, weil ich bin so in einem unsicheren Fahrwasser. Aber wenn man das zweite Mal erlebt, wenn das dritte Mal kommt, wenn das 43., 58. und 79. Mal kommt, dann hat man dann weiß man schon, auf was man sich einlässt. Also das ist einfach wirklich, deswegen habe ich auch heute, als ich teilweise die Berichte gelesen habe, unfassbar. Es ist ja nicht nur... Also für mich war das heute, und das mag jetzt extrem klingen, aber für mich war das wirklich ein Stück weit eine Kriegserklärung dieser Medien nochmal an diese Menschen auch, ja, und mit Krieg meine ich jetzt nicht ein gewaltsamer Krieg, sondern einfach dieser Propagandakrieg, der eigentlich schon seit Jahrzehnten, Jahren, Jahrhunderten vielleicht schon vor sich geht. Aber das sage ich hier in aller Offenheit, das können wir so nicht auf uns sitzen lassen, ja, dass wir so dargestellt werden. Und das ist ja das, wenn man das an eigener Haut, das ist das, was eben viele, das, was sich auch viele nicht vorstellen können, auch viele, die jetzt zu Hause irgendwie diese Tagesschau gesehen haben oder sich Zeitung XY gekauft haben, dass das so glatte Lügen drinsteht. Und zwar so, dass jeder Einzelne, der dort war, weiß, dass es eine Lüge war. Dass die das ohne Scham und ohne nicht so raushauen. Wenn man das auf eigener Haut erlebt, dann merkt man erst, wie perfide die überhaupt vorgehen. Weil vorher kann man sich das, man kann das nicht greifen, wenn ich nicht dort gewesen wäre. Und dann höre ich Zahlen zwischen 17.000 und keine Ahnung was. Ich wäre mir auch unsicher, ich hätte Leute an mich, man ist automatisch verunsichert, aber davon müssen wir uns lösen, weil diese Leute, die sowas schreiben, wollen uns fertig machen. Da ist es gegen denen nur darum, es klein zu machen, wir sollen aggressiv, gewalttätig und klein und Spinner und sonst was. Und es ist wirklich so, dass das einfach damit nichts zu tun hatte. Und gerade wir, die da waren, wir wussten das. Ich habe einen wichtigen Gedanken gerade, den habe ich heute auch schon mal zu irgendjemandem von euch gesagt. Und zwar, überlegt doch mal, wenn die jetzt wirklich schreiben würden, 150, 200.000 oder was so richtig so, oh Gott, da waren so viele. Wenn das stimmen würde, die Zahl, dann müsste dann ja auch nach der Ischgl-Theorie sozusagen das ein Superspreader-Event gewesen sein. Und wir müssten dann, weil da ja auch international viele Leute da waren, jetzt einen extremen Anstieg in den Infektionszahlen sehen.
Das müssten wir theoretisch. Dass das nicht passiert, wissen wir mittlerweile, weil durch die Black Lives Matter Demos weltweit ist es auch bewiesen worden, dass die Zahlen nicht hochgehen. Und wenn das jetzt bei so einem Mega-Event auch nicht passieren würde, würde doch das ganze Kartenhaus noch viel schneller zusammenbrechen. Deswegen müssen die sozusagen, um ihre ganze Lüge aufrechtzuhalten, müssen die das kleinrechnen. Gar nicht mal, um die Bewegung nicht größer machen zu wollen, sondern um einfach diese ganze Lüge aufrechtzuerhalten. Ist da was dran an dem Gedanken? Ja, also ich sehe das genauso. Ich glaube, die Regierenden und die Leute, die letztendlich Vertreter oder Advokaten dieser Pandemiestrategie sind, die kommen jetzt langsam, also die haben den Point of No Return überschritten. Sie können nicht mehr zurück und können auch nicht mehr den Normalzustand ausrufen, weil dann würden sie ja auch dafür zur Rechenschaft gezogen werden müssen, was sie den Menschen oder dem Land angetan haben, sei es jetzt wirtschaftlich, psychologisch. Und das ist interessant, strategisch, taktisch, weil das heißt, sie können nicht einfach wieder den Normalzustand herstellen. Das heißt, sie müssen weitermachen. Weitermachen heißt weiter den Finger draufhalten, Maßnahmen, Angst schüren. Aber das ist auch für diese Bewegung gut, in der wir uns gerade befinden, weil sie können uns deswegen auch nicht einfach beschwichtigen und so tun, als wäre alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen, was ja auch eine gute Strategie ist, ein bisschen Druck bei den Menschen rauszulassen und dann laufen die Geschäfte weiter as usual. Und von daher ist das auch sehr spannend. Die haben keine Exit-Strategie, no Exit-Strategy. Die sind genau in der Sackgasse drin und stehen da mit dem Gesicht zur Wand und wissen genau, dass die Zeit abgelaufen ist. Die haben es nur noch nicht richtig, die müssen es nur noch richtig realisieren. Ne? Ja, ja. Wow, also ich merke schon, wir könnten jetzt noch ewig lang. Frank, hast du noch ein Bild in Erinnerung, was sozusagen als Rausschmeißer dienen würde heute? So irgendein Schmankerl, das wir noch mitgenommen haben, was wir noch gar nicht entdeckt hatten. Und du hast es vorhin ein bisschen besser angeschaut, das Material. Ich denke da tatsächlich schon seit einigen Minuten danach, aber mir fällt tatsächlich jetzt nichts ein. Ich habe am Schluss... will ich noch grüßen. Wen willst du grüßen? Den Nock, war das nicht so? Stimmt. Aus München. Genau, wir grüßen ganz herzlich einen fleißigen Nuviso-Zuschauer aus München. Er heißt Nock, ich vermute, er ist Vietnamese oder was weiß ich, oder irgendwie, auf jeden Fall kommt er aus Asien und er hat uns im Tiergarten auf dem Heimweg hat er uns nochmal gegrüßt und hat gesagt, also nach München der Gruß an den Nock geht an dieser Stelle raus, danke. Ja, der hat sich einfach so wunderbar gefreut, uns getroffen zu haben. Ja. Und natürlich auch den Gruß an alle anderen, die uns begegnet sind. Kills, bei dir waren es 17.000, hast du irgendwie gesagt, ja, mit denen du gesprochen hast. Mindestens, ich habe ja gezählt für die Massenmedien. Genau. Ich habe ein Bild gefunden, was quasi so nochmal dienen könnte. Das da habe ich gesehen, das ist der Anwalt, von dem ich kurz vorhin gesprochen habe. Der stand am Schluss nochmal da, indem er die Polizisten aufgefordert hat, eben auch Polizisten, auch zu euch kommen, Impfzwang, Organspendepflicht und zum Schluss der Schießbefehl. Und ich weiß nicht mehr, wer von euch das gesagt hat, aber auch die Polizisten hatten mehr oder weniger Tränen in den Augen, weil denen das auch bewusst ist, was sie da eigentlich gerade tun. Aber dann ist eben die Entscheidung zwischen, ich opfer meinen Job, meine Karriere, die jeder, der sich da aufguckt, wird rasiert, das ist so. Oder ich bin auf der Seite der Wahrheit, also. Marco Sainz, der Anwalt, seine Energie war fantastisch und er sagte immer wieder, verweigern Sie den Befehl, verweigern Sie den Befehl. Ich appelliere hiermit an alle Polizisten, verweigern Sie den Befehl. Und das hat für mich geklungen, das war einfach nur Gänsehaut. Weil das hat für mich geklungen wie irgendwo an der Mauer, keine Ahnung, 89. Ich glaube, dass die Szene, die blenden wir jetzt am Schluss ein,
Weil das bringt die Energie, den Moment, bringt es das am besten raus. Ich glaube, Jungs, ich sage Tschüss zu euch jetzt schon mal. Vielen Dank, dass ihr hier an dieser Runde dabei wart. Es sei denn, irgendjemand noch ein letztes Wort, nicht, dass ich euch jetzt abschneide. Schön, euch alle gesehen zu haben. Schön, gestern dabei gewesen zu sein. Danke an alle Menschen, die da waren. Es war fantastisch. Danke euch. Peace. Ich muss es mal üben, wie das geht. Wie man das so... Peace, genau. Hey, lass uns. Wir haben noch ein paar Veranstaltungen. Ja. Also, ich muss wirklich. Also, danke Jungs. Euch einen guten Start in die neue Woche. An euch draußen, danke, danke, danke für alles, was wir gestern erleben durften durch euch, das Feedback und so weiter und so fort. Ihr wisst, wen ich alle meine. Und wir sehen uns nächstes Mal beim Homeoffice und da geht es dann ganz genau weiter, wie hier mit der Aufarbeitung und wie der Ball weiter am Rollen bleibt. Also, bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Nächsten Stream anhören. Was mich ein bisschen genervt hat, dass die am Ende, dass die unfähig waren, vernünftiges Deutsch zu reden. Dass sie da ständig diese Anglizismen einfügen mussten. Das war nervig. So. Jetzt immer Aufnahme stoppen und dann geht's im nächsten Video mit einem anderen Stream weiter.